komme auf den Punkt Fahrdienst und Personalplanung zu sprechen. Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung unterstreicht die besondere Rolle des Fahrdienst für die Kirche. Pfarrerinnen und Pfarrer werden in ihrer Arbeit, so wurde uns nochmal bescheinigt, weit in die nichtkirchliche Öffentlichkeit hineingesehen. Und gerade auch bei sogenannten Amtshandlungen und anderen öffentlichen Auftritten dienen sie der Welt mit dem Zeugnis von Jesus Christus und der mit Gott versöhnten Welt. So prägen sie das Bild unserer Kirche und sie prägen auch die Zugehörigkeit und Treue vieler Kirchenmitglieder zu Kirche. Wir sind ja beschäftigt mit dem Papier Zeit für das Wesentliche, Perspektiven für den Pfarrberuf und Pfarrstellenplanung. Die Landessynode wird auch dazu beraten und beschließen. Flankierend hat die Kirchenleitung im vergangenen Jahr sehr intensiv das Gespräch auch mit Theologiestudierenden, Vikarinnen und Vikaren, Pfarrern und Pfarrern und sowie der Pfarrvertretung gesucht. In diesen Begegnungen ist viel an Verunsicherung deutlich. Wie wird sich der Pfarrdienst in Zukunft weiterentwickeln? Wie kommen wir aus den Überfrachtungen in den Erwartungen heraus? Wie gestalten wir Veränderungsprozesse? Und wie bringen wir Wertschätzung gegenüber dem Besonderen des Pfarrdienstes zum Ausdruck, ohne dabei gleich andere Berufsgruppen unter Rechtfertigungsdruck zu geraten, dass andere Gruppen unter Rechtfertigungsdruck geraten. Für solche Fragen stehen wir in diesem Jahr, weil die Kirchenkreise auch damit befasst sind, ein Rahmenkonzept dann für die gemeinsame Personalplanung zu entwickeln. Das angestrebte Ziel der Vielfalt kirchlicher Berufe wird dabei jedoch nur abbildbar sein in Abhängigkeit von zwei Faktoren, die möchte ich nennen, von der Entwicklung der Fahrstellenkosten und der Umlagen sowie vom Umbau vor Ort, etwa in der Reduktion von Gebäuden. Aber auch das beschäftigt uns, die finanziell immer weiter divergierende Finanzausstattung in den unterschiedlichen Regionen unserer Landeskirche muss ein Thema werden. Kirchenleitung und Finanzausschuss haben dazu bereits einen Arbeitsauftrag beschlossen, mit dem Ziel, eine Überprüfung des Finanzausgleichs vorzunehmen. Doch was nützten Rahmenkonzeptionen, wenn sie nicht mit kompetenten Personen verbunden sind, die sie in die Praxis in eine lebendige Kirche überführen? Das gilt für alle kirchlichen Berufe, aber auch für den Pfarrberuf. Es wird übrigens deutlich, dass alle Gliedkirchen der EKD vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Welche Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen sollen die Theologenausbildung und das Pfarramt in Zukunft verstärkt prägen? Ich will Ihnen ein Beispiel sagen aus Begegnungen mit der jüngeren Theologen- und Theologinnen-Generation. Da können einige Vertreterinnen der jungen Generation sich gut vorstellen, Leistungskriterien für das Pfarramt einzuführen und wünschen sich ganz offen Aufstiegschancen und auch Karrierewege. Das müsste differenzierter gestaltet werden. Uns begegnen immer wieder Anfragen von jungen Theologinnen und Theologen, die Umbruchssituation unserer Kirche herausfordernd und reizvoll finden. Sie wollen diese Kirche in dieser Situation gestalten. Und wir müssen ihnen mehr bieten als nur eine Empfehlung, den Gang durch die Institutionen anzutreten und dann auf die Versorgungskasse hinzuweisen. Nicht wenige wollen auch wie die Pfarrerinnen und Pfarrer, die sie selbst erlebten und prägten, werden. Sie merken, auch bei dieser kleiner gewordenen Zahl gibt es immer noch eine erstaunliche Breite des Spektrums der Ansichten. Ich glaube, das ist auch möglicherweise in etwa repräsentativ für das Ganze in unserer Kirche. Noch ein Merkposten: Das Thema Dienstwohnung hat uns bisher vor allen Dingen fiskalisch und finanziell beschäftigt, aber da ist auch eine inhaltliche Auseinandersetzung dran. Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um den Pfarrdienst müssen wir mit Blick auf die im Dienst befindlichen Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch zur Gewinnung von Theologiestudierenden finden. Beides ist notwendig.